Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DLC-Vorstellung von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, lange, lange wurde nichts getan und dann wurden plötzlich zwei DLCs hintereinander herausgebracht. Und zwar geht es um das Hochzeitspaket. Das ist seit einigen Tagen zum Kaufen draußen und diesmal wollte ich darauf warten, dass ich euch auch das Innere vom Haus zeigen kann. Natürlich können wir auch unseren Farmer wieder personalisieren. Wir können uns Hochzeitsklamotten anziehen. Wobei die irgendwie sehr niedlich aussehen. Würde auch noch als Brautkleidung, Brautjungfernkleidung durchgehen. In verschiedenen Farben. Rot ist auch sehr schön, beißt sich jetzt aber mit meiner Haarfarbe. Und natürlich auch für unsere männlichen Mitspieler verschiedene Anzüge. Auch wieder in Rot. Dann haben wir noch verschiedene Frisuren, die wir machen können. Da ist dann die Farbe des Schleiers immer so ein bisschen anders, wobei das eher wie ein Trauerschleier aussieht, finde ich. Und wir haben verschiedene Ohrringe. Das sieht man jetzt hier leider ein bisschen schlecht. Die ändern dann zwischendurch immer ihre Farbe. Von hell nach dunkel, von lila nach weiß oder rot. Und obendrein haben wir noch Rucksäcke in Form von Herzen, die verschiedenartige Farben von Schleifen haben. Ja, und hier ist nochmal einer in Schwarz. Ja, und jetzt sind wir wieder auf meinem kleinen Fleckchen. Ich habe hier mal so ein bisschen was aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Wir haben einen neuen Zaun, den man drumherum machen kann. Den finde ich gar nicht mal so schlecht. Den habe ich Schlauberger jetzt falsch rum gemacht, fällt mir gerade auf. Dann haben wir noch hier dieses Wedding Sign, nennt sich das, unter den Dekorationen. Ich glaube, machen kann man... Oh doch! Man kann verschiedene Sachen... Ich mache jetzt mal die Blumen da rein. Ja, das ist ja cool. Also das ist ein ganz normales Schild, womit ihr normalerweise anzeigen würdet, dass, ja, was da gepflanzt werden soll. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist cool. Dann habt ihr hier diese doppelten Hochzeitsstühle, wo sich jeder Gast draufsetzen kann. Und nochmal diese Bänke, wo man sich draufsetzen kann. Und natürlich ein... Ach, das ist ein Gästebuch. Jetzt habe ich zwei Gästebücher hier stehen. Man kann sie offensichtlich auch parallel zueinander hinstellen, weil meins steht nämlich noch im Eingang. Und hier könnt ihr euch dann auch nochmal drin eintragen. Ja, gar nicht so schlecht gemacht. Dann kommen wir zum Eingemachten. Das hier war noch von früher drin. Ich glaube, das war mal irgendwie vom Valentinstag oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das gehört also nicht dazu. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam ins Liebesnest rein. Das schauen wir uns natürlich von etwas weiter weg an. Okay, ich gebe zu, diese gestreiften Wände sehen jetzt nicht gerade nach Liebesnest aus. Aber es ist schon sehr, sehr groß. Hier gibt es auch zwei Eingänge. Das ist natürlich cool. Hier könnte man zum Beispiel ein Wohnzimmer reinmachen. Vorne so ein Empfangszimmer. Dann hier nochmal abgezweigt dann die Küche. Und dann vom Wohnzimmer aus gibt es dann nochmal das Schlafzimmer. Und hier hinten ist ja schon angedeutet worden, dass man das dann als Bad benutzen kann. Gar nicht so schlecht. Dann schauen wir uns eben die Sachen an, die wir noch bauen können. Einmal haben wir ein Hochzeitssofa. Das stellen wir dann auch schon mal so ein bisschen dahin, wo es hingehört. Machen wir mal so, wenn man reinkommt, so. Das ist das Hochzeitssofa. Dann haben wir einen Hochzeitsstuhl. Der gehört dann eher in den Essbereich. Ich stelle ihn jetzt mal einfach quer in den Raum rein. So, das ist der hier. Der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die Stühle draußen. Dann haben wir verschiedene Betten. Ich stelle jetzt mal das hier rein. Das gleiche gibt es dann auch noch in Blau. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. So sieht das Hochzeitsbett aus. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Das könnte man theoretisch auch in die Burg reinsetzen oder sowas. Das backt jetzt hier so ein klein wenig. Ja, und das Ganze gibt es dann nochmal in so einer bläulichen Farbe.
Dann den Hochzeitstisch, den stellen wir natürlich hier rein. Der sieht dann so aus. Dann, was ich ziemlich lustig finde, gibt es noch, es heißt Wedding Katsuchi oder so. Ein, ja, eigentlich Bad, sieht aber aus wie so ein kleiner Whirlpool. Den stellen wir mal hier direkt ins Badezimmer. Zack. Und ein Blubberbad ist das zur Entspannung. Ja, sehr cool. Und auch wirklich mit Platz für zwei Leute. Es können sogar zwei Leute unterschiedlich einsteigen hier. Dann haben wir hier zweifarbige Fenster. Einmal mit dem blauen Vorhang, einmal mit dem roten Vorhang. Das machen wir auch direkt mal hier so ins Bad rein. Ein Bad braucht natürlich ein Fenster. So, sieht auch sehr schön aus von der Farbkombination her. Dann gibt es natürlich noch den großen, flauschigen Teppich. Den würde ich jetzt aber ungern ans Bad reinmachen. Den lege ich jetzt mal eben... okay, das geht, glaube ich, wegen der Tür nicht oder so. Aber unters Bett kann ich ihn setzen. Das ist auch sehr logisch. Okay, der sieht dann so aus. Eigentlich in Herzform, aber leider ein bisschen unter Bett versteckt jetzt. Und es gibt die Wedding Sailing Lamp. Die machen wir mal ein bisschen mittig. So. Die sieht dann so aus. Hat so ein bisschen was von Mobiliar von den Kindern. Und dann gibt es noch einen Hochzeitskuchen. Wie cool. Aber wir haben jetzt hier gar nichts, wo wir den hinstellen können. Da müssen wir uns mal schnell... Das wäre jetzt schön gewesen, wenn jetzt hier noch ein Tisch dabei gewesen wäre, passend zu dem Thema. Aber da sehe ich jetzt leider keinen. Es gibt nur... Ach so, doch, ich kann es doch auf den Esstisch draufsetzen. Genau. Aber so ein kleiner Tisch wäre natürlich nicht schlecht gewesen dafür. So, so sieht dann die Hochzeitstorte aus. Die kann natürlich noch kombiniert werden mit der Geburtstagstorte, wenn man möchte. Dann hat man mehr zu essen. Dann noch was für die Dekoration an den Wänden. Und noch eine Vase, die man sich in die Ecke stellen kann. Die sieht dann so aus. Wobei ich sagen muss, die anderen Blumen finde ich irgendwie schöner. Auch so von der Farbkombination her. Aber gut, wenigstens ist was dabei. So, und dann hat man hier Tapete-Kaugummifarbe. Ich glaube, das sind die alten, wenn ich mich richtig erinnere. Dann hat man hier diese Herztapete, die man dazu machen kann. Das mache ich mal hier ins Wohnzimmer. Die sieht dann so aus. Schade finde ich jetzt nur, dass es nur eine gibt, weil von den anderen Sachen haben wir ja auch diese Blautöne noch. Aber es gibt tatsächlich keine blaue Herzchentapete, nur die in rosa. Ja, das haben sie jetzt ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Aber okay. Und es gibt auch nur einen Boden, so wie es aussieht. Es gibt keinen mit der bläulichen Farbe. Der sieht dann so aus. Jetzt haben wir hier natürlich kein Licht drin. Damit würde es besser aussehen. So, so sieht das Ganze dann bei schummriger Beleuchtung aus. Für mich persönlich ein bisschen extrem viel Pink. Aber gut, wer es braucht. Und zu guter Letzt gibt es dann dazu diese Herztür. Die müsste standardmäßig eigentlich hier verbaut sein. Nein, ist sie nicht. Warum ist sie das nicht? Ja, möchte ich. So, so sieht das Ganze dann aus. Irgendwie fand ich die Tür vorher doch ein bisschen besser. Aber so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und da ich das gerne auch themenmäßig zusammen habe. Das Einzige, was natürlich mal wieder schade ist, ja, dass man so wenig davon hat. Man hat ein bisschen was fürs Wohnzimmer. Das ist ja das, was ich schon bei den anderen DLCs bemängelt habe. Drei Sachen quasi, die man ins Schlafzimmer stellen kann. Und eine Sache, oder mit dem Fenster halt zwei, die man ins Bad stellen kann.
Und man kann halt keine komplette Einrichtung in dem Stil machen. Das ist was, was ich unheimlich schade finde, was aber auch bei den anderen DLCs so gehandhabt wurde. Und wo ich persönlich finde, was man wirklich noch verbessern müsste. Es gibt natürlich nicht nur die Sachen für den Außenbereich und die Sachen fürs Haus, sondern es gibt auch wieder etwas Neues zum Anpflanzen. Und zwar haben wir da zum einen die Minze, die ihr aufs Feld packen könnt. Die könnt ihr für 1000 Gold kaufen. Ihr bekommt dann 1080 Gold zurück. Für 2 XP könnt ihr das Ganze pflanzen, für 8 XP könnt ihr das Ganze dann wieder abernten. Das könnt ihr im Übrigen alle 30 Minuten tun und ihr erhaltet Salz dafür. Könnt ihr allerdings nur im Frühling ernten, beziehungsweise anbauen, nicht ernten. Und als Blume gibt es dann das tränende Herz. Die könnt ihr für 8 Edelsteine kaufen und kriegt dabei 16 XP. Und ihr könnt dann jeweils alle 2 Stunden für standardmäßig 4 Edelsteine ernten, erhaltet dann 43 XP und ihr erhaltet natürlich Blumen daraus. Und damit ihr das auch noch wisst, das Liebesnest ist diesmal wesentlich günstiger, so als kleinen Ausgleich quasi zu dem, was wir im letzten DLC hatten. Das Lebkuchenhaus hatte ja 14 Medaillen gekostet und das 4-mal. Für das Liebesnest wiederum braucht ihr allerdings pro Stufe nur 200 Edelsteine. Ihr müsst allerdings 12 Stunden warten bei jeder Stufe, bis ihr das Ganze bauen könnt. Deswegen kommt mein Video jetzt leider etwas später, weil diesmal, wie gesagt, wollte ich euch auch das Innere vom Haus zeigen und nicht nur wie im letzten Video, wo ich es leider verpasst hatte, nur das halbe Haus von außen, weil ich vergessen hatte, dass man ja 4-mal erstmal bauen muss. Ich zeige euch zum Abschluss auch nochmal kurz die Dekorationen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Dieses Schild, was ihr bearbeiten könnt, kostet 12 Edelsteine. Das Gästebuch, das könnt ihr natürlich nur einmalig hinstellen, kostet 40 Edelsteine. Die Hochzeitsbank kostet 60 Edelsteine. Und die Hochzeitsstühle kosten ebenfalls 60 Edelsteine. Für den Zaun müsst ihr 10 Edelsteine bezahlen. Und, das habe ich euch eben nicht so gut gezeigt, das kann ich euch gleich nochmal zeigen, da gibt es noch diesen, ja ich sag mal Torbogen, der kostet dann 16 Edelsteine. Und leider, ich habe alles durchgeguckt, gab es keine neue Straße. Die hatte ich eigentlich erwartet. Das war übrigens der romantische Pergola-Weg, der entweder von einem Event mal freigeschaltet worden ist oder der standardmäßig drin ist, wenn man von der Stufe her levelt, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Alternativ dazu könntet ihr zum Beispiel auch den Laubengang nehmen, aber ich finde so von der Farbe her diesen romantischen Weg gar nicht so schlecht, also den fand ich so am besten. Leider gab es aber wie gesagt keinen speziellen Weg. Beim letzten Mal gab es ja den Keksweg, den ihr bei dem Lebkuchenhaus machen konntet. Sowas hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, irgendwie so ein Weg mit Blumen oder so. Da könntet ihr alternativ vielleicht noch den Steinblumenpfad nehmen. Der würde sicher auch noch gut aussehen. Aber den gibt es halt eben leider nicht von Haus aus. Ja, und diese, da hinten ist es, dieser Torbogen, das ist, ich hoffe, man kann ihn einigermaßen gut sehen, das ist der hier, ebenfalls mit Blümchen dran und wie ich finde auch sehr passend zum Zaun. Ja, und das war es jetzt auch schon zum neuen DLC. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir bitte gerne in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann! Ciao!